Treppe. Kommt auch mal ein hin. Dann würde ich sagen, stellen wir mal ein paar Bogenschützen gleich auf, dass wir vor den Vogelfreien geschützt sind. Wer rülpst denn da? Ach so, es ist gerade Bankett. Ja, wie es sich's mittelalterliche Tischmanier gehört, wird schön gerülpst die ganze Zeit. Ich glaube, wir können mal ein paar Waffen mehr produzieren. Ein paar Bögen mehr, ein paar Lanzen mehr. So, so. Noch ein, zwei Lanzenmacher dazu. Und noch ein Bogenmacher. Kommt, was soll der Geiz? Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen Gold da. Ich muss alles weg. Dann machen wir auch mal so einen Scharfscherer und noch ein... noch ein Kleidungsnäher. Dann passt das. So. Die ersten Bogenschützen können gerne auf die... auf den Turm, auf die Turm, unsere genau. Bögen werden singen. Und wir können jetzt langsam mal in die Richtung gucken, dass wir hier die Wölfe wegkriegen. Belagerung von Sir Gray. Ich glaube nicht, dass er das schafft, oder? Nein, das wird er nicht schaffen. Das heißt, wir müssen dann auch noch rechtzeitig zur Hilfe kommen. Aber erstmal kümmern wir uns noch um die tollen Mönche. Wir sind bereit. Wir speichern mal ab. Speichern. Unter Let's Play. Spiel gespeichert. Sehr schön. So, meine Freunde. Nein, bitte den Lord nicht. Auf die Plätze, Männer. In Bewegung. Auf die Plätze, Männer. Fertig, Männer. Los, Männer. Oh, da geht's schon wieder los. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Wo kommen die denn jetzt schon wieder? Ja, Sire. Ja, ich glaube wirklich, dass es andersrum sein muss, das Torhaus. Da sind sie. Da ist das blöde Vogelfreienlager. Ach, die kommen diesmal von oben. Verstehe. Können wir auch Waffen kaufen? Könnte ich gerade gut gebrauchen. Nein, können wir nicht. Verstehe. Oh Mann. Jetzt haben wir so ein kleines Problemchen. Ich weiß nicht, ob die Verteidigung reicht. Rauf auf die Welle! Obwohl, ich glaube, die kommen gerade alle von oben. Ach du liebe Gott, die kommen alle von oben. Sind gewachst. Lauft! Wir bewegen uns. Gehen in Stellung. Wo ist der Feind? Reinhalten! Oh, oh. Ja gut, geht die da oben könnten eigentlich auch gut mitschießen. Bereit, Sire. Euer Zeichen, und ihr Sire? Geht mal da hoch. Bogen, das geht ja, glaube ich, auch. Ja, das ging. My Lord. Und Wölfe. Ja, nee, ist unsere klar. Truppen werden angegriffen. Lasst mir auch gar keine Luft zum Atmen. Na, wenigstens werden die hier schön beschossen. Waffenbrüder bereit. Perfekt, wenigstens das. Passt. Na? Kommt, Apfelbauern, verteidigt euch. Hunde, tut was für euer Geld. Was auch immer. Neue Befehle. Ziehen los. Jetzt kümmern wir uns aber mal um die Wölfe, oder? Zerstört unsere Gebäude. Wo denn jetzt schon wieder? Da! Um Gottes Willen. Bogenschützen, bereit machen. Wir sind eure Leute. Wie kann man nur so penetrant nervig sein? Eure treuen Bogenschützen. Kommt mal hin und schießt den ab. Boah, Alter, mit seinem Schwert. Unsere Alter, was ist denn das für ein Berserker? Wir sind bereit. Bogenschützen vorbereiten. Ja, Sire. Bogenschützen unterwegs. Ja, und jetzt wird er hier erst... Augen auf, Männer. Oh Mann, das ist doch gemein, solche Leute. Wieso finde ich gerade... da. Ach nee, Mist, das war ja ein Pikenmacher. Ach, egal. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ja gut, es war jetzt vielleicht nicht so klug, das alles mit Häusern zu umgeben, aber naja. Gebt uns nur ein Ziel. Es gibt dümmere Entscheidungen. Ziehen los. Wir fallen zwar gerade keine ein, aber es gibt bestimmt welche. In den Kampf. Ihr bleibt mal da. Ja. Übrige Mönche, verdammt, es werden ja auch weniger.
Die werden ja auch angegriffen von den Wölfen. Und ich darf auch nicht vergessen, dass hier oben auch Wölfe kommen. Befehle? Na, wäre es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, bereit machen. Aufzupassen. Auf die Plätze, Männer. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ja, sicherlich. Dass wir hier oben Bogenschützen lassen, genau wie hier. Dann noch 5 dazu, und das dürfte eigentlich reichen, um die Wölfe abzuwehren. Unsere Bögen werden singen. So, liebe Bogenbarden, dann kommt mal hoch. Ich tue, was ja, ich kann. Bögen singen, das ist ja auch so ein Begriff, der sich im Mittelalter geprägt hat, weil dieses Sausgeräusch, was die Pfeile machen. Das hat man dazu immer gesagt, die Bögen singen. Das ist jetzt nicht so, dass die Bögen hier ihre Stimme anstimmen. Ja, lalalala. Bogenschützen, vorbereiten. So, Freunde. Ja, Sire. Macht mal ein wenig die Wolfis weg. Unsere Sehnen sind gewachst. Sire, ihr kennt... Die Wölfe im Norden wandern. Können wir denn gar nichts für Bruder Jakobs Mönche tun? Was denkst du, was ich denn gerade mache, mein Freund? Aber erkennt ihr das Geräusch? Hört mal hin. Leute, die Warcraft 3 gespielt haben, werden dieses Geräusch garantiert erkennen. Gehen in Stellung. Das sind Gnolle. Wir sind verwirrt. Das Geräusch machen Gnolle, wenn sie sterben bei Warcraft 3. Und ja, cool, dass das hier die Wölfe haben. Euer Zeichen, Sire? Ach, Warcraft 3, auch so ein cooles Spiel. Verdammt, meine Liste für die Let's Plays ist so lang. Ihr habt das selbst schon gesehen, was so vieles geplant ist. Bogenschützen, bereit machen. Die Männer sind guter Dinge. So. Alles voll und alles wegschießen. Waffen benötigt, Sire. Ja. Bogenschützen unterwegs. Diese Synchronstimme hier von dem Typen ist auch ziemlich bekannt. Also zum Beispiel, da macht er so viel, diese Stimme. Woran ich mich erinnern kann, ist immer noch... Für mich ist es immer die Tomi-Stimme, weil ich habe den das erste Mal irgendwie bei den Tomi-Werbespots gehört. Eure treuen Bogenschützen. Döde, 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 döde. Ach Gott. Ich bin verwirrt. Alles wird gut, Männer. Ist egal. Unsere Bögen werden singen. Alles wird gut, richtig. Hallo, Reliquienmönch. Augen auf, Männer. Was bringt mir diese tolle Reliquie? Wir sind bereit. Was soll ich denn machen mit Bogenschützen? Euch? Seid bedankt, Sir Steel. Wieder stehen wir in eurer Schuld. Die überlebenden Brüder würden ihr Leben für eure Sache lassen und wären stolz, an eurer Seite zu sein. Sir, ein Brief ist eingetroffen. Er ist vom König. Vom König? Dann ist er am Leben. Hurra! Schön und gut, aber wo genau ist er? Zweifellos im Ausland. Und wir kämpfen hier. Kunde von euren Taten hat mich erreicht und ich bin wirklich beeindruckt. Als Dank erhebe ich euch in einen höheren Stand. Doch seid vorsichtig bei der Wahl eurer Freunde. Meine Berater warnen, dass Sir William in eine Verschwörung um die Krone verstrickt ist. Was steht drin? Nicht viel. Er ist am Leben. Das ist alles, was zählt. Oh, ach so. Ich bin in einen höheren Stand erhoben. Das ist interessant, Sir William. Lasst eure Männer hier und reist südlich mit mir. Ich muss euch etwas äußerst Wichtiges zeigen. Oho, was geht denn da ab zwischen euch? Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte der König glauben, dass Sir William ein Verräter ist? Ich kenne niemanden, der loyaler ist. Okay, Reliquie ist gerettet. Sehr schön. Der Herr ist mein... Herr, ich habe Kunde von einem Dorf in der Nähe. Die Vogelfreien werden jeden Tag dreister. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, wir sind ja auch kurz davor, was zu tun. Ich frage mich gerade, ob wir da jetzt auch Waffengebäude zum Beispiel... Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Ah. Wählt die Güter, die ihr senden möchtet, Sire. Auf der linken Seite könnt ihr eure Auswahl treffen. Wie oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? Aha! Klickt zum Schluss auf die Länderei, die die Güter erhalten soll, my Lord. Ah, so funktioniert das. Okay, dann wartet mal. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Wählt dann die Menge aus. Machen wir mal 10 und fortlaufend. Sire? Und runter.
Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Das ist natürlich nett. Coole Sache. Wählt die Güter aus. Wurde das jetzt geschickt oder nicht? Irgendwie ist es jetzt wieder zurück, als ich drauf geklickt habe. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my lord. Gut, das bedeutet also, wir machen hier mal ein Gehöft. Wir machen hier... Oh, Brauereien schenken. Geil, geil. Moment mal, Mühlenbäckereien? Was geht denn jetzt auf einmal alles? Leute, Fischteich? Was zum Teufel? Hopfenfarm. Kommt, machen wir mal wieder ein paar betrunkene Leute. Es ist lang her, das letzte Mal. Gut, eine Hopfenfarm. Dann machen wir mal so zwei Brauereien und eine Schenke. Lange keine Betrunkenen mehr erzeugt. Es wird mal wieder Zeit. Aber das ist das, was ich meinte. Schaut mal, was wir alles machen können. Das ist doch Rekruten Wahnsinn. Benötigt, Sire. Ihr stört meine Gebete. Seid doch noch unfreundlich. Ausbildung. Ich habe euch hier rausgehauen. Wo liegt meine Aufgabe? So. Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an. Ja, sollen sie doch. Ja, Sire. Ich dachte, das sind die hier. Das war meine Jäger. Los. Rauf auf die Welle! Dann machen wir erstmal das vogelfreien Lager noch kaputt. Das nervt nämlich ein bisschen. Jetzt bin ich verwirrt. Naja. Du musst nicht denken, du musst nur kämpfen, mein Freund. Gebt uns nur ein Ziel. Gut, unsere Bögen sind Runterkommen, wir wissen, wie das letzte Mal ausgegangen ist. Bitte. Wir suchen die Sündigen. Euer Zeichen, Sire? Kommt schon mal hin. Hier das Gleiche. Sollen das Truppenmarschiergeräusche sein? Auf die Plätze, Männer! Die können auch irgendwann aufhören, gerne. Wir sind eure Leute. Na, was ist hier los? Schön. Eure treuen Bogenschützen. In Bewegung. Na also, jetzt werden die schön abgeschossen, dann ist alles toll. Dann schauen wir, dass wir uns um ihr Lager kümmern. Und dann können wir die Belagerung durchbrechen. Alles andere gibt sich dann mit der Zeit. Unsere Truppen werden angegriffen. Unsere Bögen werden singen. Perfekt. Wir bewegen uns. Zeit zu gehen. Dann kommt mal. Gottes Werk muss getan werden. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal dieses... Der Teufel treibt sein Unwesen. ...nervige Vogelfreienlager. Macht das schnell. Ja, so Sachen wie Fischteich, Bäckereien, Getreidefarmen, Mühlen. Mal gucken. Irgendwie wird das gerade ein bisschen viel für mich, muss ich sagen. Wir machen nach und nach was. Also ich werde garantiert nicht in jeder Mission alles bauen. Ich muss mich auf irgendeine Weise beschränken, sonst werde ich total verwirrt, wie diese Lanzenträger. Was wir aber hier machen können, ist eine Waffenkammer zu bauen. Ach, wo waren das da? Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist die Waffenkammer? Und wir machen Bogen und Piken. Bogens und Pikens. Bögen und Piken natürlich. Zu wenig Gold. Okay, das heißt, wir verkaufen mal ein bisschen Holz. So. Und nochmal Piken dazu, bitte. Dann werden wir hin und wieder einfach eine Waffenlieferung schicken, dann ist alles gut. Wo soll der Ungläubigen Blut vergossen werden? Wir ziehen aus, um das Land zu befreien! Hauptsache, ihr zieht euch nicht aus, um das Land zu befreien. Das ist ein bisschen krasse Sache. Ja, mit den Ländereien ist halt so ein Problem. Da müssen wir Truppen abstellen, um die zu beschützen, weil die können ja, wie gesagt, keine... Na, da kann man ja keine Welle aufbauen oder so. Nicht mal Holzwelle oder so. Irgendwas... Ja gut, wir könnten quasi einen... Würde es gehen? Moment mal. Unterkünfte? Nein, geht nicht. Schade. Man hätte wenigstens die... So. Da war die Festplatte voll. Was ich sagen wollte, man könnte ja wenigstens... Man hätte ja wenigstens die Unterkünfte nutzen können, um dort Truppen draufzustellen. Naja. Egal. Wir wollen ja nicht zu... Ja, wir wollen ja nicht zu fordernd sein. Das Unheil der Welt ist unsere Bürde. Dann kommt mal her. Die haben eine Fernkampfpower. Die haben die Leute, die Speere werfen. Dann haben die noch Bogenschützen. Unser Glaube ist unerschütterlich. Hauptsache, ihr übertreibt es nicht. Für den Himmel. Moment mit mal. Der Gnade mit denen bin ich um einiges langsamer. Nehmen wir erstmal die.
Ich soll sie hier hinstellen, ein wenig schießen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja. Vorher sammeln wäre vielleicht auch nicht schlecht. Jetzt aber. Kommt. Ihr kommt jetzt rein und greift an. Ihr gebt Deckung. Und kommt rein. Es ist sehr wichtig, dass die jetzt die Deckung haben beim Reinlaufen, weil die Bogenschützen sind mir wichtiger als Lanzenträger. Ihr könnt jetzt auch mal mitmachen. So. Das Fleisch ist schwach, das kenne ich auch, aber das kenne ich nicht so aus diesen mit der Religion verbunden, sondern... woher kenne ich diesen Spruch, das Fleisch ist schwach? Nach egal. So, mach mal das böse Lager kaputt, dann ist alles gut. Gut gemacht, mein Herr. Jetzt können ehrbare Menschen wieder ihrer Arbeit nachgehen. In dem Banditenlager befand sich eine beträchtliche Menge Gold. Sehr schön. Unsere Schatzkammer gesichert. Boah, heiliger Bimbam. Ja, das war echt nicht wenig. Dankeschön. Gut, dann kümmern wir uns noch um... Ja, ihr merkt, diese Mission ist jetzt doch schon ein bisschen größer. Holen wir uns noch ein paar Länder rein. Selbst wenn wir hier nichts aufbauen und keine Lieferungen schicken, bringen die uns zumindest Gold. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Machen wir mal fortlaufend ein bisschen Käse her. Und was macht ihr so Tolles? Äpfel. Wählt die Güter aus. Wohl. Ja gut, wir können es ja auch wirklich so machen, dass sie sich spezialisieren, dass wir jetzt Leute machen, die Getreide produzieren, dass wir hier nicht alles machen müssen. Aber wie haben wir sich den Platz, alles zu machen? Von daher wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Der Herr ist mein Meister. Aber ihr seht schon, Stronghold 2 ist einfach... Das ist halt etwas, was mich da immer sehr abgeschreckt hat von dem Spiel. Es ist so viel. Ich bin jetzt absolut nicht der Feind von Komplexität und viel, aber man kann es auch irgendwo übertreiben. So.